Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Zack McCracken and the Crackeria Crackeritsky of Crackenbracken. Ich habe beim letzten Mal einfach nur übersehen, dass nämlich hier neben dem Termitenbusch auch angefressener Dünger liegt. Und den können wir uns scheinbar nehmen, ohne von Termiten zerfressen zu werden. Ja, muss man halt wissen, ne? So. Sehr gut. Das sollte ein hochkonzentriertes Düngemittel ergeben. Nun haben wir ein hochkonzentriertes Düngemittel. Und ich schätze mal stark, wenn wir damit jetzt hoffentlich, wenn wir damit jetzt das zergießen, geht's weiter. Zachary, der Meistergärtner. Ich bin gespannt, was meine Spezialmischung bewirken wird. Dum-di-dum-di-dum. Kommt jetzt wieder dieses einige Zeit später. Nee, diesmal nicht. Es hat geklappt. Schaut euch nur diese gesunden Gewächse an. Und wieder mal habe ich den Eindruck, ich hätte den Beruf verfehlt. Ihre Beete blühen. Warum sind sie immer noch so betrübt? Springen sie herum und freuen sie sich. So große Erdnussstauden habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Das ist ja das Problem. Ich wollte Kartoffeln anbauen, keine Erdnüsse. Verdammt, ich bin ruiniert. Na, ihnen kann man aber auch wirklich nichts recht machen. Star-Reporter erwirkt dilettantischen Kartoffelkopf. Erde finde ich überall. Und besonders mit dieser unfruchtbaren Erde kann ich nichts anfangen. Hä? Im Moment braucht... Muss ich doch irgendwas ergeben haben jetzt, oder? Das gibt's ja nicht. Und wieder mal muss ich mir die Hände schmutzig machen. Ach so. Na, das nenne ich eine irrsinnig fette Erdnuss. Vielleicht sogar die dickste Nuss im Universum. Wow, okay. Wir haben eine gigantische Erdnuss. Wenn ich sie jetzt öffne... Will ich sie auch essen? Lieber warte ich noch etwas. Und jetzt nehmen wir die Schaufel. Ein solches Gerät. Lassen Sie die Schaufel. Er hat etwas dagegen. Okay, wir haben eine riesige Erdnuss. Inwiefern. Ich habe keine Ahnung, was ich damit soll. Hilft uns das jetzt weiter? Lustig für. Das ist definitiv nicht. Interessante Idee, aber Kamasutra ist auch interessant. Interessante Idee, aber... Hatte ich erwähnt, jetzt haben wir eine riesige Erdnuss, naja. Diese Gewächse sehen nicht gerade gesund aus. Wirklich? Ich will dem Gärtner nicht die... So, willst du die Erdnuss essen oder so? In dieser Verkleidung lieber nicht. Ach so. Mit dem Schnurrbart. Verzeihung. Weg mit dem Schnurrbart. Hey, was hältst du von folgendem Deal? Ich füttere dich. Und du lässt mich einen Blick auf diese Holzhütte werfen. Na gut, aber nur weil du es bist. Das scheint ihr zu schmecken. Ich bekomme davon immer schlimme Blähungen. Sie hat sich verzogen. Sehr gut. Jetzt habe ich freie Hand. Aha. Und was ist jetzt mit den Termiten? Da sind nur Bretter, keine Tür oder Fenster. Und ich komme auch nicht näher ran, solange mich diese Pflanze bedroht. Ja, aber das ist keine Pflanze mehr. Eine Holzhütte. Sie genau. Das ist keine Wegtragehütte. Die Bretter sind zwar schlecht verarbeitet und morsch, aber ziemlich festgenagelt. Und leider habe ich mein Brecheisen nicht mehr. So, und jetzt muss ich aber die Termiten zur Holzhütte bringen, oder? Vermutlich würden sie es auffressen. Keine schlechte Idee. Ah, jetzt glaube ich, verstehe ich. Das funktioniert jetzt wahrscheinlich aber nicht, ne? Ich bin gespannt, ob das klappt. Dum-di-dum-di-dum.
Dumm, die dumm, die dumm. Sieht fast so aus, als machen sich die Termiten aus den einfachen Spänen nichts. Genau. Ich werde die Sauerei. Ich verstehe schon. Jetzt schreddern wir das Holzauge. Es ist schade um das ja, Holzauge. Ja, tatsächlich. Naja, was soll's. Ah ja, na guck, und jetzt haben wir nämlich Mahagoni-Sägespäne. Keine schlechte Idee. Eine Spur aus Mahagoni-Holzspänen als Köder für eine Armee von Termiten? Ich bin gespannt. Der Weg ist frei. Die Termiten sind plötzlich satt, nachdem sie eine Person... Aha, oh. So sieht das hier also aus. Was für ein Chaos. Kaum vorstellbar, dass die Caponia sich hier wohlfühlen. Oh, wo sind wir denn jetzt gelandet? Ein Plastikfass mit einem Totenkopf drauf? Definitiv giftig. Keine Ahnung, ob das jetzt Pflanzendünger, Unkrautvernichter oder zum Beseitigen von Zeugen ist. Das werde ich sicherlich nicht tun. Ein öliger, dreckiger Lappen hängt da über der Tonne. Nehmen wir mit. Ölige, dreckige, stinkende Lappen sind eigentlich immer nützlich. Eben. So, gut. Eine morsche Regentonne aus Holz. Sie hat weder Deckel noch Boden. Es ist länglich, braun und beheimatet Holzwürmer. Ich würde mal sagen, es handelt sich um ein Brett. Die Holzart müsste ich raten. In diesem Spiel werde ich das nicht brauchen. Eine Schubkarre, beladen mit Torf. Für ein Schubkarrenrennen braucht man mindestens zwei. Ein Wurfpfeil, vermutlich von einem Dartbrett. Okay. Aha, den können wir jetzt schon mal über... Aha! Was soll man dazu sagen? Nee, schade. Ich dachte, ich vergifte den jetzt und kann ihm im Blasrohr auf einen von den beiden pusten. Aber naja. Eine Art Nachttopf. Einen ähnlichen habe ich im Flugzeug angeboten bekommen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist Zack McCracken nicht ganz so mörderisch, wie ich es wäre. Andererseits hat er auch einfach den Ehemann von seiner Flamme bändig begraben. Insofern... Ist ja schon ziemlich mörderisch. Dazu bräuchte ich diverse Werkzeuge. Außerdem sollte ich mich hier nicht zu auffällig verhalten. Ein Wurfpfeil, vermutlich von einem Dartbrett. Okay. Na gut, dann haben wir zwei Wurfpfeile, warum nicht? Das wäre eine gute Möglichkeit, ungesehen das Haus zu betreten oder zu verlassen. Es ist schon offen. Das ist leider zu hoch für mich. Ein Schacht, der direkt mit der Kanalisation verbunden ist. Allgemein bekannt als Gulli. Die Metallstreben sind fest verschweißt. Es ist fest verschlossen. Ein alter Loka-Automat. Mit einem kleinen Tritt kam man damals kostenlos zu einem Getränk. Daher sind sie auch wieder schnell vom Markt verschwunden. Das ist leider ein Münzgeldautomat. Es gibt keinen Grund, sich hier einen Bruch zu holen. Ein gezielter Tritt sollte Wunder bewirken. Gesagt, getan. Es funktioniert noch immer. Was war das für ein Geräusch? Keine Sorge. Wahrscheinlich wieder die Ratten. Scheißviecher. Okay. Ein frisches Beet, aufgefüllt mit Torf. Das ist eine wirklich ungewöhnliche Stelle, ein Beet anzulegen. Mich würde nicht wundern, wenn ich einen Toten finden würde. Ich müsste wahrscheinlich nur tief genug graben. Ich soll freilegen, was da vergraben wurde? Nein, danke. Nachher bringt man mich damit in Verbindung. Dafür bräuchte ich eine Schaufel.
Wenn ich das Beet umgraben will, bräuchte ich eine Schaufel. Die anderen Geräte hier helfen mir nicht weiter. Und ich weiß, wo eine Schaufel ist, aber... Ah, aha, noch ein roter Dart. Die werden wohl in nächster Zeit eingepflanzt. Wären meine Gegner allergisch gegen Blütenpollen, würde ich mir das sogar überlegen. So, okay, ja, keine Ahnung jetzt, ne? Jetzt haben wir Dartpfeile. Gleich drei. Das wäre nicht annähernd amüsant. Keine Chance. Ohne mich. Du beliebt... Tja. Tja. Nein, da... Ich... Das führt... Wenn das... Schade... Tja. An... Das hilft mir... Ein bisschen... Ein blauer... Hatte ich erwähnt, dass ich ganz schnell nach Hause muss? Ich soll... So... Ich... Du beliebt... Das soll... Das... Wenn man mich dafür bezahlt... Okay, was jetzt? Die Cola-Dose könnte ich noch kombinieren mit Sachen. Das sollten... Das soll... Das wäre... Den... So lieb... Das wäre... Ich rufe lieber... denk nach... Das sieht's... Ich hab... Das wäre nicht... Das könnte... Nein, da... Tja. Schade, das funktioniert... Okay, ich hab keine Ahnung, was zur Hölle los ist. Was mache ich denn jetzt? Ich bräuchte die Schaufel vom Gärtner. Ich habe jetzt einen alten Lappen. Wurfpfeile. Und wie kriege ich deswegen jetzt... Hier, nimm den alten Lappen. Das werde ich schön bleiben lassen. Wisst ihr was? Ich schau mal kurz in dem Guide nach. Schauen wir mal schnell, wo wir waren. Field, Peanut to Man-Eating Plant. Ah ja, genau, Wooden Eye, bla bla bla. Hä? Was soll ich aufheben? Aus irgendeinem Fass soll ich Chamois nehmen oder so. Ich kenn das Wort leider nicht. Muss ich schnell googeln, was das bedeutet. Chamois ist eine Antilope. Was? Ist auf Französisch Chamois. Aber das ist wahrscheinlich nicht gemeint in dem Guide. Gibt's das auch im Englischen? Eine Gemse. Ich soll laut dem Guide eine Gemse aus dem Fass nehmen. Die drei Dartpfeile, die Drinking Machine. Ah ja, natürlich! Oh, Leute! Manu, das ist aber... Da hätte ich aber auch selber drauf kommen können. Also, jetzt muss ich nochmal schauen wegen der Gemse. Ach nee, warte. Da haben wir den alten Lappen genommen. Ist vielleicht ein alter Lederlappen eine Gemse? Auf jeden Fall verkleiden wir uns jetzt natürlich. Testen wir mal unsere tolle Maske. Jetzt wird es ernst. Hoffentlich funktioniert meine Verkleidung. Oh, der King. Eure Majestät. Meine. Unsere. Ja, genau. Unsere untertänigsten Grüße. Hallo, Jungs. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten, o erhabener King. Nein, das will er ganz bestimmt nicht. Aber ihr seht etwas... Nun ja, wie soll ich sagen? Ja, wie soll er sagen? Nun, ihr seht... etwas ungesund aus. Aber nur ein ganz klein wenig. Rock'n'Roll, Jungs! So kann es wirklich nicht weitergehen. Die Welteroberung stresst ihn wohl sehr. Er hätte die Yogastunden nicht beenden sollen. Er hätte seinen Yogalehrer nicht töten sollen. Ja, aber es war sicher berechtigt. Natürlich war es berechtigt. Er ist schließlich der King. Lang lebe der King! Sodala, neuer Bildschirm. Beeindruckend. Hier scheinen die Caponia diese Pflanzenmonster zu züchten. Glücklicherweise scheint außer mir niemand da zu sein.
Was nun? Ich habe Angst, wenn ich jetzt auf die Leertaste drücke, dass es gleich ungefähr eine Milliarde. Ja, es geht eigentlich. Aber what the fuck ist denn da hinten los? Der legt einen Kopf mit Pflanzenwurzeln, der irgendwie Blut spuckt. Wirklich jetzt? Das sieht aus wie... Du lieber Himmel, das ist ein menschlicher Kopf. Wahrscheinlich ist es ein missglücktes Kreuzungsexperiment. Aber ich habe jetzt nicht vor, mich damit intensiv zu beschäftigen. Das fasse ich nicht an. Mir graust bei dem Gedanken, auch mal so zu enden. Mir fällt nichts ein, was ich damit machen könnte. Na dann. Wahrscheinlich befindet sich am Ende des Fahrstuhls ein weiterer Raum, der einem Horrorkabinett gleicht. Ich weiß nicht, wie ich die Tür aufbekomme. Anscheinend ist es mit einem Code gesichert. Es sieht so aus, als ob diese Behälter die Proben mit irgendwelchen Gasen versorgen. Ich hoffe mal, es ist nichts Entzündliches. Vielleicht sollte ich so eine Probe als Beweis mitnehmen. Aber wenn, dann später. Jetzt habe ich noch etwas zu erledigen. Aha. Was ist das denn, Ekliges? Das könnten Exkremente sein. Widerlich. Boah! Oder wurden hier etwa Pflanzen umgetopft? Das Zeug stinkt bestialisch. Mit den bloßen Händen fasse ich das nicht an. Wir haben leider die Handschuhe nicht mehr, aber wir hätten den alten Lederlappen. Batman! Nein, da hebe ich mir einen Bruch. Ah ja, das stimmt. So ein bisschen Dreck mit einem alten Lappen aufwischen, das geht nicht. Kabel. Hier liegt ein langes Metallkabel. Ach was, das nehmen wir mit. Das wäre... Schade. Schauen wir mal, was wir mit dem vielleicht kombinieren können. Das wäre... Das soll... Das le... Tja, das ist... Die... Tja, das ist... Das... Das... Interessante Idee, aber kann... Wohl eher nicht. Dann schauen wir mal weiter. Süß. Ein kleiner Rankentrieb. Der Rankentrieb alleine reicht mir. Den Topf lasse ich hier. Okay. Das wäre... Wenn da... Das... Ich soll... Tja... Schade. Tja... Ich... Wenn man mich das... Es... Interessante Idee, aber... Du belegst... Tja... Nein... Nein... Na... Ne... Na... 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 Darin befindet sich eine grüne, dicke Flüssigkeit. Sie riecht scharf und sieht auch nicht sonderlich gesund aus. Vielleicht ein chemischer Flüssigdünger. So etwas mit mir herumzutragen wird sicherlich gefährlich. Ich habe keine Ahnung, um was es sich handelt. Da steht Carnivora. Wenn ich mich noch an meinen Biologieunterricht erinnere, waren das die Fleisch- bzw. Insekten oder in diesem Fall auch menschenfressenden Pflanzen. Ich weiß jedoch nicht, ob sich darin jetzt Futter oder Samen befinden. Ich will nicht angesprungen oder gebissen werden. Der Sack bleibt zu. Na, lebendige Pflanzen werden in dem Sack wohl nicht sein. Sieht aus wie eine Eisenstange. Eine Eisenstange. Die... Ich... Das ist... Lieber... Hatte ich erwähnt, dass... Das ist... Es lässt... Das werde ich... Ohne... Ich sollte... Nein... Schade... Denn da... Das... Naja, dann ich halt glaube, nicht... Ich glaube, das ist eine verschiebbare Edelstahltreppe. Wahrscheinlich benötigt man sie, um diese grauenhafte Pflanze zu füttern. Kann die auch reden? Du glaubst gar nicht, wie froh ich bin, dass sie schläft. Ach so, naja. Soll ich sie etwa in den Arm nehmen? Ich will der Pflanze nicht zu nahe kommen. Anscheinend ist sie besonders gefährlich. Na schön, dann müssen wir mal gucken, was wir dann hier machen. Aber für heute machen wir jetzt auf jeden Fall erstmal Schluss. Und morgen, keine Ahnung, finden wir es raus, wenn es soweit ist. Bis dann. Ciao.